Herzlich willkommen zu meiner Vorgangskarte Ego Thüringen 2, 8.0. Aktuell wird gleich wieder den Abfall statt für Strom. Ja, vom Feld rum, so. Wahrscheinlich 49 oder 48. Ja, wir machen weiter mit Mais. Das heißt, wir werden gleich mal rüberspringen. Entschuldigung. Kein geladen. So, das heißt für mich, wir müssen dann mal ganz kurz den Kurs einfahren. Oh, Lenko geht nicht, das ist typisch. Na gut, hier kriegen wir so ohne die Runde hin. Nehmen wir Tastatur. Als wir einfahren, nehmen wir gleich mal entsprechend von vorne beginnen. Dass er wieder an den Punkt abkippt, wo wir es hin haben wollen, damit wir das in aller Ruhe verteilen können. Entschuldigung. Das ist Kohlensäure, meine Cola. Aber macht nichts. So. Das ist natürlich ungünstig, in Anführungszeichen. Aber egal. So, hier kippen wir es ab. Werden wir auch tun. Dann fahren wir weiter. Bis zum Feld. Leider ist wieder Regen oder immer noch Regen, sagen wir so. Aber wir machen das, wir kämpfen uns durch. Dann werden wir hier kurz aufsteigen, den zweiten Ausgleich nehmen. Und den auch starten, ne? Kurs laden, übernehmen und dann geht schon, ne? Der Kurs ist noch geladen. Aber das passt sogar. So, aber die machen wir auch gleich leer. Damit wir da schwarten läuft gut. Das ist völlig verkehrt. Wir übernehmen jetzt einen Kurs, das wird er sein. Dann werden wir ganz kurz den Hexter aktivieren. Unser Strohfeuerhocker, da wird der da. Ja, prüfen brauchen wir auch nicht, alles gut. Muss geflügt werden. Ist auch gut. Machen wir später. Das können alle Ruhe zwei, drei Fahrzeuge machen nachher. Das alt ja nicht. So. Dass die Fahrer unten muss gucken, da muss ich erstmal immer so Ding zu machen. Sonst kippt er mir den Wechsel gut gleich wie über die Straße. Lassen und einsteigen. Der Röscher, wie heißt du den richtigen Namen, ne? Na, Paul, Gustav, August, egal.
Ich wünsche allen ein schönes, frohes neues Jahr. Ich hätte schon weiter vergessen. So. Alter. Hoffe, ihr seid mal gut reingerutscht. Ich werde es heute tun. Er meldet ja in der Nacht leichten Frost bei mir. Aber trocken. Wahrscheinlich auch Nebel. Aber gut, mal sehen. Lass uns überraschen, ne? So, der kann ein bisschen was tun. Und wir gehen bei und verteilen gleich ein bisschen. Und dann werden wir hier ganz kurz zur nächsten Aufnahme meine Lenkung aktivieren. Also die geht schon, aber halt kein Widerstand. Das ist dann zum Fahren, das hat dann ungünstig. Hier ist Wasser. Na, was sagt die schön? Ja. Oh. 1%, da haben wir noch Zeit. Hat sich noch nicht viel getan. Aber wir müssen Geduld haben, ne? Das geht so schnell nicht. Wir müssen jetzt auch das eine fertig machen, bevor wir am nächsten kümmern können. Wir mal kurz den großen Berge entfernen, bevor unsere Kollegen vom Acker kommen. Die uns hier alles Stocken kommt. Ja, kippt es langsam aus, aber gut, damit leben, ne? Also rote Zeichen sind nicht gut, das ist meistens schon eine Blockade. Und dann mal schauen. Das sollten wir so hinkriegen normalerweise. Das habe ich nur gedacht. Warum? Was Sabotage ist das hier? Entweder mache ich das grundlegend verkehrt oder es ist auch nicht besser geworden oder es geht überhaupt nicht besser. Beim langen Strecken ist er gut, aber beim Kurvenwenden ist wieder Arbeitsverweigerung hier. Müsste gar nicht hier warten. Das ist voll. Warum muss er gerade da vorbeifahren? Er sieht doch das oder anscheinend nicht. Ja.
Verstehen tue ich es nicht, aber gut, okay. Einmal klappt es, so wie jetzt, im Wechsel, aber im Normalfall klappt es nicht. Das kostet nur Zeit, weil die Geräte sind auf Miete. Die Anhänger sind auf Miete und der Häcksler. Die würde ich gerne noch möglichst früh loswerden. Beim nächsten Aktion und nie gekauft werden. Das heißt aber, wir haben noch viel Schulden und muss die BGH das mal einbringen. So, jetzt können wir aufsteigen. Lass mal alleine fahren. Schnell zum zu unserem Gerät hier. Notfalls dem Bruder helfen können, ne? Falls er sich festfährt. Aber noch dürfte es kein Problem geben. Das ist ganz furchtbar, weil die, wenn die, die reißen sofort eine Kuhle rein. Aber ein Schiebeschild an sich hat das Problem halt. Besonders extrem. Weil sobald das uneben ist, dann wird das sofort extrem wellig. Also die Wellen wird immer größer, statt weniger. Das ist immer besonders schlimm, je höher die, dass die Hexe gut wird. Mit Schiebeschild kannst du das mal wenigstens wegschieben und neu verteilen und ein bisschen korrigieren, aber auch nur für Probleme im Acker. Wir werden sowieso hinterher wieder komplett verteilen müssen. Aber hinterher. Ups. Ups, der erste ist da. Der nächste ist da. Durchdrehende Reifen. Scheiße, das Gute. Mal ganz kurz gucken. Wenn der Manöver 10 km/h, das ist das Problem. Abstand.
Der ist ja voll auf rechts eingeprogrammiert, ne? Auf der rechten Seite. Unbedingt durch die Frucht fahren. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Oder ein frohes neues Jahr. Rutschstängel vorbei. Dann sage ich Nico nochmal Tschüss. Und bye bye. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.